إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. O, die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren, wenn sie den Unglauben mehr lieben als den Glauben. Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das sind die Ungerechten. Sag, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sippenmitglieder, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Abmühen auf seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Ja, dass Allah zeigt den Frevlern nicht den Weg, wie sie ihren Herrn zufrieden machen können. Im Leben gibt es also zwei Dinge, wenn sie gegenüberstehen. Einerseits Besitz und Familie und diese anderen Dinge, die in dem Vers erwähnt werden. Und andererseits Allah, sein Gesandter und das Abmühen auf seinem Weg. Und meistens schafft man beides nebeneinander zu halten. In der Routine wird das auch oft so sein. Nur manchmal, und das war zum Beispiel so bei der Schlacht von Tabuk, wo die Gefährten aufgerufen worden waren, auszuziehen für diese Schlacht, die sehr weit weg stattfinden sollte, außerhalb der Grenzen der arabischen Halbinsel oder außerhalb der Grenzen der arabischen Herrschaft, bei den Römern schon in deren Herrschaftsgebiet oder an der Grenze. Die sollten die reife Ernte verlassen, sie nicht einholen können. Es war sehr heiß, es war eine große Hitze. Also es wurde viel Opfer abverlangt. Und in solch einer sensiblen Situation, wenn der Din, wenn die Ideale ein Opfer brauchen und man weiß, sonst kann es keiner tun oder man hat die Möglichkeit, dies zu tun, dann soll der Gläubige auch Bereitschaft zeigen. Und seine oberste Priorität soll dann auch der Din sein. Was auch wichtig ist, wenn Allah hier über Brüder und Väter und wenn euch das lieber ist, und wir werden noch einige Verse darüber lesen, oft wird es im Kontext von Kriegshandlungen sein. Wir werden aber andere Verse auch lesen, wo Allah davon spricht, dass wer die Verwandtschaftsbande nicht hält, dass dies zu den größten Sünden gehört, die es überhaupt geben kann. Und wir lesen auch viele, viele, die Hadith-Bücher, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim und andere, sind voll von den Überlieferungen über den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, über die Ehefrauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die hier und da noch Verwandte unter denen hatten, die noch nicht oder nicht Muslime geworden waren und die diese Verwandtschaftsbanden sehr, sehr vorzüglich, sehr, sehr hingebungsvoll manchmal sogar, diese Verwandtschaftsbanden auch hielten und pflegten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hielt die Verwandtschaftsbande mit seinem Onkel Abu Talib bis zum Ende, obwohl laut der stärksten Meinung er nicht Muslim geworden war, bis zum Ende nicht Muslim geworden war, aber ein hilfsbereiter Verwandter war des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, der ihn immer unterstützte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte eine sehr gute Beziehung mit ihm. Ja, das heißt, wir müssen also auch das ganze Bild sehen, wie wir schon mal erwähnt haben. Eine Ayah heißt nicht, dass sie immer, überall, in jedem Umstand, in jeder Situation, unter allen Umständen angewandt werden kann, angewandt werden soll. Und man könnte sich da wirklich versündigen. Ja, hier in unserer Zusammenkunft reicht es jetzt uns erstmal, das anzusprechen, damit das schon mal klar ist, dass es da noch einiges gibt, was man dazu sagen kann, was man dazu lernen kann. Und Allah möge uns die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und auch am Tag von Hunain, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Ja, das war die Ghazwa Hunain im Shawwal, Monat Shawwal im 8. Jahr der Hijra, an einem Ort zwischen Mekka und Ta'if. Und bevor diese Verse offenbart wurden, circa 12, 13 Monate bevor Offenbarung dieser Ayat. Und zum ersten Mal war die muslimische Armee 12.000 Mann stark. Davor hatten sie noch nie so viele personelle Mittel, so viele Humanressourcen bereit gehabt. Und obwohl es so war, schafften es die Banu Hawazin, der gegnerischen Armee, deren Pfeilbogenschützen, die muslimische Armee zu sprengen und sie in Einzelteile zu vertreiben. Und das ist, was Allah hier erwähnt, und hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Ja, das heißt, die große Zahl und Ressourcen sind wichtig und wir freuen uns auch darüber, nur das Verlassen, das letztendliche, ist auf Allah allein.
Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab. Und er sandte Heerscharen, die ihr nicht saht, herab und strafte diejenigen, die ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen. Ja, das also, das Ende dieser Schlacht war dann doch gut. Ja, aber es war eine Lehre für die Gläubigen, dass die Anzahl allein also nichts, wirklich nichts bedeutet, wenn die Hilfe Allahs nicht dahinter ist. Ja, und eine weitere Gnade von Allah: Hierauf nimmt Allah nach all dem die Reue an, von wem er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. O die ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein. So sollen sie sich der geschützten Gebetsstätte nach diesem ihrem Jahr nicht mehr nähern. Ja, das ist wieder im Kontext von dieser Ankündigung, von dieser Aufhebung der Verträge und von der Etablierung des Islams als politische Macht in diesem Gebiet und somit auch der Bereinigung von jedem Polytheismus und Schirk, der davor stattgefunden hatte, diesem Jahr nicht mehr nähern. Und also Schirk wird bei der Kaaba nicht mehr praktiziert. Und wenn ihr deshalb Armut befürchtet, ja, wenn ihr also fürchtet, wenn wir denen nicht mehr erlauben, Hajj und Umrah zu machen und dann die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, weil keiner mehr kommt, ja, wenn ihr also Armut befürchtet, so wird Allah euch durch seine Huld reich machen, wenn er will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Ja, also Surah Tauba wird ja auch Surah Al-Bara genannt, weil sie eine Aufkündigung oder Ankündigung und Aufhebung an also die einzelnen Opponenten, die ganzen gesamten letzten Jahre den Islam und die islamische Macht opponiert hatten und interagiert hatten dagegen. Ihnen wurde eine Frist gegeben und erst den Mushrikin, nun werden also die Leute der Schrift angesprochen. Ja, weil das also eine Zeit war, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, es wurde im 9. Jahr der Hijra offenbart, und bald sollte die Zeit kommen, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam versterben würde und es somit also auch wichtig war, die Autorität des Islams als politische Macht und als maßgebliche Macht in diesem Gebiet also eindeutig zu etablieren, und deswegen wurde all diese Erlasse verkündet und erlassen. Die Juden sagen, Uzair ist Allahs Sohn. Und die Christen sagen, Al-Masih, also Isa a.s., ist Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah, so wie Al-Masih ibn Maryam, wo ihnen doch befohlen worden war oder worden ist, einen einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm. Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Ja, und dieses hier zum Herren machen, zum Rabb machen, heißt die Aussagen dessen, den man zum Rabb macht, über das Wort Allahs zu stellen und für unfehlbar halten. Wie Adi bin Hatim zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam, er war vorher Christ gewesen, in guten Hadithen überliefert, dass er Christ gewesen war und er kam zum Gesandten und sagte, ja, Rasulullah, wir machen das nicht, dieses zum Herren nehmen mit unseren Priestern und Mönchen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, nehmt ihr nicht ihr Verboten als verboten und ihr Erlaubt als erlaubt? Und er sagte, ja, das machen wir. Und er sagte, dies ist doch das zum Rabb, zum Herren nehmen. Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Ja, und was die Beweiskraft angeht, ist das immer schon so gewesen und wird auch immer so sein, auch wenn es Mahlzeiten gibt, wo die Muslime mit ihrer Religion trotzdem unterjocht werden und somit unterliegen, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. O die ihr glaubt, viele von den Gelehrten und den Mönchen verschlingen fürwahr den Besitz der Menschen auf nichtige Weise und halten von Allahs Weg ab. Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Ja, sie nahmen also Geschenke und Gaben und Spenden für bestimmte Gegenleistungen und Erlasse an, die auch zuwider dem handelten, was eigentlich ihnen an Lehre in ihren Büchern offenbart worden war. Ja, und das Schlimme ist also, nicht an sich Gold und Silber zu haben, sondern es zu horten und es nicht auf Allahs Weg auszugeben. Das bedeutet, schlimm ist, wenn man die Zakat davon nicht entrichtet, das Recht Allahs nicht entrichtet.
Wenn das aber nicht ist, dann ist an sich wohlhabend zu sein, wenn es aus legalen und legitimen Mitteln ist, ist das natürlich nicht, nicht verurteilt. Ja, wie wird diese schmerzhafte Strafe sein? Am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt. Nun kostet, was ihr zu horten pflegtet. Ja, also das zurückzuhalten, was das Recht Allahs und somit das Recht der Menschen ist, weil es wird ja den Menschen dann verteilt, dieser Kerl, das ist eine sehr, sehr verurteilte, eine sehr große Sünde. Gewiss, die Anzahl der Monate bei Allah ist 12 Monate, im Buch Allahs festgelegt am Tag, der er die Himmel und die Erde schuf. Davon sind 4 geschützt, also Haram, heilige Monate, das ist die richtige Religion. So fügt euch selbst in ihnen kein Unrecht zu und kämpft gegen die Götzendiener allesamt, wie sie gegen euch allesamt kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären ihn in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat. So erklären sie für ungeschützt, was Allah für geschützt erklärt hat. Ihre bösen Taten sind ihnen ausgeschmückt worden. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Ja, das war dieses Nasi, dieses Monatsverschieben, dass man nach eigener Wahl Monatsnamen einfach verändert und sagt, jetzt ist nicht Shawwal, jetzt ist Ramadan oder jetzt ist nicht Ramadan, jetzt ist Sha'ban und jetzt ist nicht Dhulqa'dah, sondern jetzt diese Art und Weise. Bei den Mushrikin war das also eine Art und Weise, neben anderen Dingen, die sie gegen die Fitra, gegen die natürliche Veranlagung auch taten, war auch dies, dass sie das Zeitbenennen, das Zeitmaß, die Monatsnennung einfach nach eigenem Gutdünken veränderten. Und Allah sagt hier, das gibt es schon seit Schöpfung der Himmel und der Erde. Das ist etwas, was Allah festgelegt hat. Ja, weil es war nämlich in den Haram-Monaten, in den heiligen Monaten, in den geschützten Monaten, war Kriegsführung untersagt. Und das war etwas, was die Mushrikin auch respektierten. So, um jetzt aber trotzdem Krieg führen zu können, wenn es ihnen passte, was taten sie? Sagten einfach, ja, jetzt ist nicht der geschützte Monat, jetzt ist ein anderer Monat. Und verschoben einfach die Monate hin und her und änderten sie einfach. Und Allah möchte aber sehen, ob wir in jedem Klima seine Diener sind oder ob wir es dann nur seine Diener sind, wenn es uns gerade angenehm und leicht fällt. O, die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Für Allahs Weg auszuziehen, ob sei es jetzt für die Kriegsführung, um Wissenserwerb zu erstreben, um andere Zwecke, die alle unter diese Dienst an den Dien fallen können, der Mensch muss dafür in der Lage sein, seine Interessen des Diesseits mal zurückstellen zu können. Ja, und das ist genau, was Allah hier anspricht. Das, was ist mit euch? Ist euch etwa lieber das Diesseits, obwohl es doch im Gegensatz, im Vergleich zum Jenseits doch nur ein geringer Genuss ist. Wenn ihr nicht ausrückt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen. Und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu allem die Macht. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien vertrieben. Ja, hier wird die Hijra des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Auswanderung, die unmittelbare, die eigentliche Auswanderung von Mekka nach Medina, die Reise, wird hier angesprochen, als der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, mit Abu Bakr, radiallahu an, unterwegs war und sich verstecken, wirklich verbergen musste, weil sie verfolgt worden waren und Allah also den beiden geholfen hatte. Als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss, Allah ist mit uns. Ja, da war keiner da, das waren nur zwei. Und trotzdem tröstet er der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, und spricht Mut zu, dass nein, Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Herrscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. Die Feinde waren schon ganz nah herangekommen an der Höhle, wo die beiden, sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr radiallahu an, sich verborgen hielten. Und da sagte der Prophet, also la tahzan inna allaha ma'ana, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Ja, und da stärkte er ihn, wo keiner mit ihnen war.
Ja, das heißt, Allah benötigt unsere Hilfe nicht. Und auch damals hat Allah die Hilfe von diesen Menschen nicht benötigt, aber er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, das an dieser großen Belohnung teilzuhaben. Rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich folgen. Ja, mit ab diesem, diese ganzen Ayat, wo es jetzt darum geht, rückt aus, leicht oder schwer, und was ist mit euch, dass ihr nicht auszieht, und die ganzen folgenden, die sind im Kontext von der Schlacht von Tabuk offenbart worden. Die Tabuk-Reise, wie wir schon erwähnt haben, war eine sehr schwierige Reise, werden wir gleich auch nochmal erwähnen. Ja, dass wir nur wissen, dass diese Ayat in diesem Kontext offenbart worden sind. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass wenn diese Reise leicht gewesen wäre, dann wären sie dir vielleicht wahrlich gefolgt. Aber die Entfernung ist ihnen zu weit. Und dennoch werden sie bei Allah schwören, wenn wir es könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen. Dabei vernichteten sie sich selbst. Doch Allah weiß, dass sie wahrlich lügen. Ja, das ist also bei Allah etwas besonders Verurteiltes, dass man nicht nur, dass man nichts tut, sondern auch noch das Gegenteil behauptet und schwört und behauptet, dass nein, nein, wir würden ja sehr gerne, wir würden ja so vieles tun, aber in Wahrheit man eigentlich nur Lügen erzählt. Allah verzeihe dir, warum hast du ihnen erlaubt, zurückzubleiben, bevor sich dir diejenigen klar gezeigt haben, die wahrhaftig sind und du die Lügner kennst? Ja, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ist jetzt hier angesprochen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam verließ einen allgemeinen Ruf. Alle sollten ausziehen, die Möglichkeit hatten für diese Schlacht von Tabuk. Das war nicht bei jeder Schlacht so. Bei anderen Schlachten sollten nicht alle ausziehen. Es wurde vielen erlaubt, auch zurückzubleiben. Bei manchen hat man nur eine kleine Gruppe, eine kleine Einheit geschickt. Bei anderen sollten wieder alle ausziehen. Ja, das war also, je nach Situation war das anders. Nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, als es richtige Staaten, also hatte der Prophet einen richtigen Staat hinterlassen, dann gab es einen festen Gehalt auch für die Soldaten, das waren reguläre Soldaten, und dann gab es andere, die auch freiwillig mitgegangen sind. Ja, also das hat sich mit den Zeiten dann auch je Situation, je Umständen verändert. Bei dieser Schlacht war es also so, es war ein allgemeiner Ruf, alle sollten spenden, damit sie überhaupt fähig waren, auszuziehen, und alle sollten auch nach Möglichkeit mitgehen. Der Weg war sehr fern. Das war, wie gesagt, nicht mit den Arabern mal eine Schlacht, sondern außerhalb dieser Grenzen mit den Römern. Es war Sommer, die Hitze war groß, die Ernte war bereit eingeholt zu werden. Und in einer solchen Situation war der Ruf zu vernehmen, zieht aus. Ja, und die aufrichtigen Gläubige waren bereit. Und dann gab es die Heuchler. Wir haben schon gelesen, dass es in Medina einige Heuchler gab. Und diese kamen dann, viele von denen, nacheinander zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und brachten Ausreden vor, obwohl sie in der Lage waren, körperlich und finanziell, das eigentlich zu meistern und mitzugehen. Aber trotzdem gaben sie dann Ausreden wie, wir können nicht, es geht gerade nicht, wir kommen nach und solcherlei Ausreden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hörte sich das an und erließ es ihnen und gab ihnen, wir können sagen, er gab ihnen frei. Und hier wird gesagt, dass Allah verzeihe dir, warum hast du es ihnen erlassen? Du hättest es ihnen nicht erlassen sollen. Und dann wäre klar geworden, wer wahrhaftig ist und wer von ihnen ein Lügner ist. Denn dies wird ja entschieden, wenn es eine Erleichterung gibt, die jemand lassen muss. Ja, zum Beispiel, wenn in einem Land jetzt Krieg ausgerufen wird, dann die Soldaten, die sich gerade im Urlaub befinden, was machen die? Bleiben die im Urlaub? Nein, die werden einberufen. Warum? Weil sie zu dieser Berufung, zu diesem Beruf, zu dieser Aufgabe, weil sie dazu stehen. Und das muss ihre Priorität sein. Das ist in jedem Land dieser Welt so, dass dies ihre Priorität sein muss. Es muss sich auf diese Menschen verlassen werden können, sonst würde es auf dieser Welt keinerlei Ordnung mehr geben. Diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis, sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person nicht abzumühen. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Um Erlaubnis bitten dich nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag nicht glauben und deren Herzen zweifeln. So zaudern sie in ihrem Zweifel. Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu getroffen. Aber Allah war ihr Ausziehen zuwider und so hielt er sie zurück. Und es wurde gesagt, so bleibt daheim mit denjenigen, die daheim sitzen bleiben. Ja, das ist hier eine sehr furchterregende Aussage. Die Gelegenheit zu einer guten Tat zu haben und dann aber von Allah nicht das Gelingen und die Fähigkeit
zu bekommen, dies tun zu können, dies ausführen zu können. Und das, weil man unachtsam war, schwerfällig war, faul war, der Wille gefehlt hat, die Absicht nicht rein war. Ja, wie Allah sagt, ihre Herzen zweifeln, sie zaudern in ihrem Zweifel. Ja, dann, dass Allah einem nicht mehr erlaubt, Gutes zu tun. Das ist eine Form von Bestrafung von Allah. Denn dort, wo der Wille und die aufrichtige Bereitschaft da ist, dort wird sogar die Absicht gut geschrieben. Man bekommt Belohnung, obwohl man vielleicht die Tat nicht ausführen kann. Aber man hat den Willen, dass, ja Rabb, wenn ich könnte, ich würde das tun. Die Herzen sind rein, das Herz ist dabei. Und weil das Herz aber nicht dabei ist, dann gibt Allah einem gar nicht mehr die Möglichkeit, dass, nein, jetzt bleib daheim sitzen. Jetzt kriegst du die Möglichkeit nicht mehr. Und das ist eine Form von Bestrafung. Was lernen wir daraus? Es ist eine Form also von Barmherzigkeit, wenn es einem von uns mal gelingt, etwas Gutes, Gerechtes, Wahrhaftiges, Frommes von Allah aus tun zu dürfen. Wenn sie mit euch hinausgezogen wären, hätten sie euch nur Verwirrung gebracht und wären unter euch fürwahr umhergelaufen, im Trachten danach, euch der Versuchung auszusetzen. Und unter euch gibt es manche, die immer wieder auf sie horchen. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Ja, also manche Menschen sind so, ihr mit dabei sein ist größeres Problem, als wenn sie nicht mit dabei sind. Ja, wenn sie mit dabei gewesen wären, ja, Allah hat sie deswegen auch zurückgehalten, weil sie dann nur rumgelaufen wären, Zweifel gesät hätten, euch demoralisiert hätten. Und es gibt unter euch noch manche, aufrichtige Muslime, aber trotzdem solche, die darauf noch gehört hätten. Deswegen trauert nicht, wenn diese nicht mitkommen. Es ist besser für euch. Sie haben bereits zuvor danach getrachtet, euch der Versuchung auszusetzen und haben dir die Angelegenheiten umgekehrt, bis die Wahrheit kam und die Anordnung Allahs erschien, obwohl es ihnen zuwider war. Ja, das ist, in vielen Dingen haben diese schon versucht, Verderben zu stiften und so ist es immer bei jeder Arbeit, bei jedem Projekt, bei jeder Zusammenarbeit, gibt es immer solche, die voller Elan und Aufrichtigkeit mit dabei sind und auch aushalten und opfern und manche sind mittig, die sind halt dabei und das ist auch gut und die sind halt mit, machen halt mit. Und dann gibt es die, wie sollen wir die nennen, die Verderbensstifter, die Wurzelschneider, ja, und die gehen umher und versuchen zu demoralisieren, jeden unzufrieden zu machen. Ach, guck mal, das nützt doch sowieso nichts. Die machen alles falsch und da wird das und das nicht richtig gemacht und diese Art und Weise. Wichtig ist aber für uns auch, wie ging der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam damit um? Wa'fu anhum wasfah, vergib ihnen und übersieh es. Das war die Art und Weise des Gesandten Allahs, weiter die Arbeit tun, auf die Arbeit konzentrieren. Ja, ignorieren, was man nicht ändern kann. Und das war, daraus können wir auch sehr viel lernen. Unter ihnen gibt es manche, die sagen, erlaube mir zurückzubleiben und setze mich nicht der Versuchung aus. Dabei sind sie doch in Versuchung gefallen. Und wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Ja, das war Ibn Qais, er kam zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, so heißt es in der Auslegung, Tafsir. Und er kam und sagte, ja, Rasulullah, ich habe gehört, die römischen Frauen sollen sehr schön sein. Und was Frauen angeht, das ist meine Schwäche. Deswegen lass mich lieber zurückbleiben, sonst gerate ich noch in Versuchung. Und Allah sagt dir das, nein. In Versuchung bist du ja schon gefallen. Ja, was eigentlich von dir jetzt verlangt worden wäre, wäre Selbstdisziplin zu zeigen und auch diese Schwäche zu opfern und sie zu kontrollieren. Das ist ja das Opfer, was dann in dem Moment verlangt wird. Ja, sonst, wenn wir alle nach dieser Art und Weise denken und arbeiten, dann ist keine Arbeit auf dieser Welt mehr möglich. Denn jeder von uns hat irgendeine Schwäche. Wenn wir sie alle nicht kontrollieren lernen, dann wird nichts mehr auf dieser Welt bewerkstelligt werden. Wenn dich etwas Gutes trifft, tut es ihnen leid. Wenn dich jedoch ein Unglück trifft, sagen sie, wir haben unsere Angelegenheit schon zuvor selbst übernommen und kehren sich froh ab. Das sind jetzt alles weitere Eigenschaften und Beschreibungen der Munafiqin, der Heuchler, die äußerlich Teil der islamischen Gesellschaft waren und auch als Muslime behandelt wurden, bis zuletzt vom Propheten s.a.w. so behandelt wurden. Ja, weil das eine Angelegenheit des Inneren ihres Herzens war. Allah legt hier offen, was in ihren Herzen ist, damit die Muslime lernen, mit sowas zu leben, mit sowas sich auseinandersetzen zu können, nicht enttäuscht auch zu sein, wenn man sowas begegnet und, das ist das Wichtigste, vor allem, damit wir uns selbst überprüfen, bin ich etwa auch so jemand, der so handelt, wie Allah die Munafiqin beschrieben hat. Sag, uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr, auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.
هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sag, erwartet ihr für uns etwas anderes als eines der beiden schönsten Dinge? Wir erwarten für euch, dass Allah euch mit einer Strafe von ihm oder durch unsere Hände trifft. So wartet nur ab, gewiss, wir warten mit euch ab. Denn die beiden schönsten Dinge, nämlich einerseits der Sieg und wenn nicht der Sieg, dann der Märtyrertod und beides sind für den Gläubigen schöne Dinge. Sag, gebt freiwillig oder widerwillig aus, es wird von euch doch nicht angenommen werden. Ihr seid ja frevlerische Leute. Und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen, sich nur schwerfällig zum Gebet begeben und nur widerwillig ausgeben. Ja, warum? Weil das Herz nämlich nicht mit dabei ist. Sie wollen ja gar nicht. Dies sind alles Zeichen von Munafiqin. Wer in den Pflichthandlungen schon so ist, zum Gebet schwerfällig kommt, ungerne ausgibt, wie dann sollen von ihm erst andere Arbeiten verlangt werden? So sollen dir weder ihr Besitz noch ihre Kinder gefallen. Allah will sie damit ja nur im diesseitigen Leben strafen und dass ihre Seelen im Tod dahingehen, während sie ungläubig sind. Ja, also das, was sie ja unter anderem abhielt und aufhielt und beschäftigt hielt und sie auch stolz machte und nicht für Allah geben ließ, ausgeben ließ, genau das, Allah sagt, genau das ist zu ihrer Strafe geworden. Und sie schwören bei Allah, dass sie fürwahr zu euch gehören, während sie nicht zu euch gehören, sondern sie sind Leute, die ängstlich sind. Wenn sie einen Zufluchtsort oder Höhlen oder sonst ein Schlupfloch fänden, würden sie sich wahrlich dorthin wenden, und zwar fluchtartig. Und unter ihnen gibt es manche, die gegen dich wegen der Almosen nörgeln. Denn der Gesandte Allah, bei ihm wurden die Almosen alle gesammelt und er verteilte sie dann unter denen, die bedürftig waren und berechtigt waren. Wenn ihnen davon gegeben wird, zeigen sie Wohlgefallen. Also wenn sie bekommen, dann sind sie zufrieden. Wenn ihnen davon aber nichts gegeben wird, zeigen sie sogleich Missfallen. Ja, das gibt es also auch schon seit Tag 1. Wo Geld und Besitz im Spiel ist, musste sogar der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit Anschuldigungen kämpfen oder sich Anschuldigungen anhören. Ja, wie soll es dann erst anderen nach ihm ergehen? Ja, dort, wo es Gelder gibt, gibt es immer Menschen, die auch zu nörgeln, zu beschuldigen, sogar zu verleumden haben und sagen, der hat das und das damit gemacht, der hat nicht genug an die und die gedacht, wir haben nicht genug bekommen, mit dem Geld sollte das und das gemacht werden, warum wurde dieses Geld in diesen Moscheeraum investiert, etc., etc., das gab es immer schon. Ja, das darf jemand nicht abhalten, die Arbeit, die gut und richtig ist, weiter zu verfolgen. Wenn sie doch mit dem zufrieden wären, was Allah und sein Gesandter ihnen gewährten und sagten, unser Genüge ist Allah, Allah wird uns etwas von seiner Huld gewähren und auch sein Gesandter. Gewiss, nach Allah steht unser Begehren. Ja, das ist also die Art und Weise, wie ein Gläubiger sprechen sollte. Und sie ist sehr unterschiedlich von dem, wie ein Heuchler spricht.